So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clash of Clans. Und es geht mit einer tollen Taktik weiter. Und zwar, aktuell läuft ja unser optionaler Klankrieg unter der Woche, wie immer eigentlich. Und da habe ich leider ein bisschen versagt, so minimalistisch. Aber noch sieht er ganz gut aus. Also 55 zu 54, 34 Minuten sind noch zu spielen. Viele Angriffe sind noch gar nicht mehr übrig. Die haben noch 8 Angriffe übrig, wir haben noch 4. Einer einziger greift gar nicht an bei uns, das ist auch nicht schlecht. Die Statistiken sind ein bisschen traurig, zumindest meine Statistiken sind ein bisschen traurig, weil ich nämlich hier was ausprobiert hatte. Der erste Angriff war so knapp gewesen, aber nein, meine Queen musste ja dumm sein. Also, ich hatte ihr seht schon hier, was ich gemacht habe. Ihr habt so die 6er Ballons habe ich mir gestern fertig gejammt, 400 Gems habe ich bezahlt, um das, oder weiß nicht, 50, 60, 70 Gems, um das 4 Stunden Feuer fertig zu haben, die Ballons und Lavahunde habe ich. Hab damit einen Angriff versucht. Allerdings ist mein Barbarenkönig ja aktuell im Ausbau, deswegen konnte ich den nicht benutzen. Und, um es euch einfach mal ein bisschen zu zeigen, wie ich da... Der erste Angriff fand ich gar nicht so übel, muss ich sagen. Das Problem war, die Queen war ein bisschen dumm gewesen, sonst hätte ich auch 2 Sterne geschafft, aber ihr werdet sehen. Gut, also ich habe mir, das ist glaube ich die 4 gewesen von denen, also auch nicht gerade ganz schwach. Was ein bisschen dumm gelaufen ist, dass die Lava-Hunde hier hinten 2 auf 1 gegangen sind. Das war ein bisschen ärgerlich. Sonst hätten meine Balloons da hinten wahrscheinlich auch ein bisschen mehr überlebt, weil sie jetzt nämlich zerstört wurden. Mal ein bisschen ärgerlich, wirklich, dass da 2 Lava-Hunde, die haben wahrscheinlich die einen, der hätte die Luftabwehr noch tanken müssen. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Fail gewesen. Aber kann man nichts dran ändern, ist einfach, nicht speeden. Kann man nichts dran ändern, ist passiert. Hätte ich ein bisschen weiter rechts sitzen müssen, stimmt, ja. Gut, die Ballons machen immer, also ich finde Ballons wirklich extrem geil, aber ich finde, es ist noch nicht so wirklich meine Clan-Taktik. Zumal halt die Lava-Hunde erstmal Stufe 1 und das ist halt noch nicht ganz so gut. Also, die gehen aber richtig, richtig zerfetzt. Die Verteidigung ist komplett weg. Ich greife jetzt schon mit meiner Queen an. Und was denkt ihr jetzt? Natürlich, statt mitten durchzulaufen, läuft sie schön nach unten. Also, ich hätte 2 Sterne bekommen. Aber stattdessen, stattdessen mal da lang zu laufen, reinzulaufen. Nein, was ist? Die Queen läuft außenrum. Leider schaffen es die Lava-Hunde nicht, weil sie von dem Bogenschützenturm angegriffen werden. Würden sie das Rados angreifen? Und ja, es ist ein bisschen doof gelaufen eigentlich. Noch ein bisschen Speed, weil es hier eh nicht mehr viel gibt. Ja, da greifen sie natürlich das Goldlager an. Ja, das ist natürlich doof. Ist ja doof gelaufen. Die eine Bogenschütze hat es leider auch nicht geschafft, durch die Mauer durchzukommen. Ich habe es jetzt so ein bisschen laufen lassen. Hab mich so ein bisschen über die KI der Bogey Queen im Inneren beschwert. Warum macht man das Ding nicht kaputt, dieses Mauerstück, und geht da rein? Ich verstehe es nicht. Aber gut, das war so der erste Angriff. Also der war ja mit dem Sterben war ja noch okay, fand ich. dann ich versucht den zweiten anzugreifen, auch noch mit der gleichen Taktik. Also ich muss sagen, die Taktik ist hier, der hat mich auch angegriffen gehabt, 2 Sterne. Mit dem Go-Wipe-Angriff. Ich muss schon sagen, die Taktik ist, kann zwar ganz geil sein, wenn man sie wirklich richtig setzt, aber sie ist unheimlich teuer. 4x390.de und, gut, die Ballons vom Elixier, will man jetzt keiner sprechen. Aber von den Dings her ist das schon krass. Okay, da setze ich die Lava-Hunde, 2 Stück. Und der Klamburg, dann die restlichen Balloons. Und irgendwie sind die Truppen aus der Klamburg ziemlich stark von denen. Also das ist halt so ein bisschen der Nachteil an diesem Angriff. Du hast keine Einheiten, die wirklich die Klamburg-Truppen clearen. Du müsstest die theoretisch dann rauslocken. Aber ich meine, wie würdest du Magier mit einem Blitzzauber killen? Das geht auch nicht. Und die Magier mich einfach gefickt. Den kompletten Angriff haben die Magier einfach zerstört. So ein bisschen auch das Problem gewesen. Also es sind 5er Magier, die einfach so viel Damage machen. Das sind glaube ich 4 5er Magier. Das können sogar 5 sein, weil das ist ja eine Level 4 Klamok. Und die haben einfach so viel Damage gemacht. Kannst du vergessen mit überhaupt irgendwas. Und da kommt meine Queen noch da hinten. Aber die bringt es auch nicht wirklich. Also wenn sie angegriffen wird von den Magiern, dann ist Ende. Dann ist vorbei. Und ich weiß gar nicht, warum der noch weiter an. Also ich hätte die Zeit theoretisch noch weiter verbringen können, aber irgendwie, hier ist keine Einheit mehr, aber trotzdem hätte der Angriff noch weiterlaufen können bis zum Ende. War sehr komisch gewesen, aber ein kleiner Bug, das passiert halt. Ja, leider nur 1 Stern geholt, aber wie gesagt, die optionalen CWs, es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren, weil wir hier auch testen können, gerne ruhig irgendwas, weil du kannst normale, diesen Taktik zum Beispiel kannst du nicht in einem gegen einen Random testen, wir können es gerne mal machen. Aus dem Grund, da die meisten Leute keine guten Klamburg-Truppen drin haben, deswegen wirst du auch nie wirklich und halt überhaupt keine Serious Base teilweise haben. Deswegen wirst du dann nie wirklich so einen Klankriegsangriff simulieren können, weil die Truppen, die Klamburg-Truppen, das ist wirklich, was mich zerstört hat gerade. Die fehlen dann halt. Okay, wir haben aber auf jeden Fall
diese Truppen dabei. Ich würde gerne so, weiß ich nicht, auf 1000 DE, wenn möglich. Ich meine, damit sollte ich eigentlich jede Base down kriegen, sofern sie Rathaus Full 8 oder Rathaus. Geil. Okay, Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Kann man gleich noch einer hinschicken. So, go, go. Ich hatte, glaube ich, auch noch 6er Bloons drin. Richtig, richtig. Nehmen wir die Kühner mit dazu. Und dann testen wir unseren schönen Angriff hier. Aber das ist eigentlich kein Ding. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht, einfach. Ja, okay. Das ist so krass, wie stark die 6er Bloons sind. Das ist echt heftig. Huch. Achso, meine Queen war schon im Leben, lol. Ich dachte, ich habe die noch gar nicht gesetzt. Okay, jetzt habe ich auch so die Fähigkeit benutzt, aber macht nichts. Ja, wunderbar, 2000 DE gesammelt. Oder 1800. Ja, der Gegner war jetzt nicht sonders stark. Deswegen meinte ich auch, also, du musst ja wirklich schon extrem lange suchen, um überhaupt einen Gegner zu finden, der, alter, aua. Die 6er-Minen sind böse auf die Balloons. Überhaupt jemanden finden, der wirklich stark genug ist. Und selbst wenn, dann fehlen halt wirklich die Klamburg-Truppen, um diesen Angriff zu simulieren, also einen Klankriegsangriff zu simulieren. Aber ich muss sagen, die Taktik ist wirklich genial. Ich werde sie auf jeden Fall noch probieren, sobald deine Heilzauber noch eins höher sind. Ich beide Helden habe, werde ich den Klankrieg vielleicht irgendwann mal probieren und meine Lava-Hunde ein bisschen höher sind. Hast du noch das Problem, dass die Lava-Hunde noch nicht allzu viel durchhalten. Ja, und da halt noch nicht wirklich viel machen können. Sie tanken zwar schon ganz ordentlich die Luftabwehr. Dennoch fehlt da immer noch ein bisschen, fehlt HP, fehlt ein bisschen Damage, fehlt dann, es ist einfach, fehlt einfach ein bisschen was. Deswegen muss ich da leider warten, bis die ein bisschen höher sind. Und, ach so, Heilzauber habe ich gar nicht benutzt. Spannend. Ja, damit ich das dann wirklich machen kann. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich machen könnte. Ich bin endlich wieder Gold 2, endlich wieder gestuft, ja, ich war ja jetzt Ewigkeiten. Die Season läuft jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Tagen. Seit einem Tag 11 Stunden läuft die Season. Und seitdem habe ich die ganze Zeit keinen Rang gehabt. Das sieht total scheiße aus im Chat, wenn man mal liest hier. Wenn irgendwelche keine Schilder haben, das sieht so kacke aus, finde ich. CW, mit was greift er denn an, dem CW? Also ich hoffe mal wirklich, wir gewinnen. Wobei es mir auch egal ist, sollten wir nicht gewinnen. Weil meine Beute, die ich jetzt kriegen würde, ist sowieso mehr als lächerlich. Aber sollten wir gewinnen, kriegen wir... Oh, schauen wir uns den Flash Home Angriff mal an. Kriegen wir nämlich Level 2. Und dann können wir den Clan-Perk, die Verbesserung von Level 2 genießen. Freue ich mich auf jeden Fall, mal gucken. Sofern wir nur gewinnen sollten. Wenn wir nicht gewinnen sollten, kriegen wir natürlich Siegerfahrung nicht. Und da kommt dann leider auch nicht mehr so. Ah, töte den Drachen. Wunderbar, Drache ist tot. Sehr schön. Das könnte durchaus was werden. Schauen wir mal. Er hat noch sehr, sehr viele Magier. Da draußen ist noch eine Pekka. Da ist ein wunderschöner Heilzauber. Sofern er gleich keine Riesenbombe irgendwie was zerstört. Sieht der Angriff eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also Quadra Lavalonien habe ich jetzt getestet. Ist genau wie Gruibi, fehlt noch ein bisschen so die Stärke von den ausgebauten Einheiten. Sofern ich meine Hexen auf Stufe 2 habe, werde ich wahrscheinlich auch einen Gruibi-Angriff machen in den optionalen CWs. Und dann schauen wir uns das irgendwann einfach nochmal an. Gucken wir dann, wie gut die Hexen sind. Also ich habe jetzt schon, ich glaube, auf mich wurde in diesem CW mit 4 Zweier Hexen angegriffen. Das ist aber ärgerlich, dass die Pekka jetzt weiter angegriffen wird von der Tesla. Okay, leider ist der Dings tot, der Barbarenkönig. Und oh ja, der Magier, statt den Dings anzugreifen, wird natürlich da hinten weiter an. Ja, das wird leider nichts, schade. Wenn, denke ich mal, keine 3 Sterne. Auch weil der Magier ein bisschen dumm ist da hinten. Wobei, hier sind noch viele. Ja, natürlich, genau jetzt, wo die Einheiten kommen, sind natürlich. Ach, so eine Riesenbombe natürlich auch noch. Okay, dann wird es leider nichts, schade. Ja. Ja, ist es nicht. War es dumm, der Packer? Ich würde eher sagen, dass die Magier alle unglücklich angegriffen wurden von den Türmen. Das war nicht so toll, fand ich jetzt. Okay, zumindest sieht es noch sehr knapp aus. Ich weiß, die geben auch nicht mehr so viele Angriffe. Die haben nur noch. Ne, hier oben war es 8 Angriffe übrig. Wir haben noch 3 Angriffe übrig. Also einer ist AFK, keine Ahnung. Hat sie noch nicht abgemeldet, deswegen wird er auch rausfliegen, wer inaktiv ist. Ihr solltet ja schließlich eure Einstellung umändern. Und wer dabei ist, muss angreifen. Hat der 5er-Ballons dabei gehabt? Ist ja auch egal. Und ja, deswegen. Ja, deswegen muss ich mal gucken. Also ich weiß gar nicht, was ich als nächstes ausbauen werde. Ich habe jetzt übrigens mein 1DE-Lager auf 5. Das kann jetzt 150.000 DE speichern.
Habe direkt die nächste Luftabwehr aufgebaut auf Level 6 erstmal. Da sind also drei Luftabwehr im Ausbau. Sollte mich das irgendwann mit Luftabwehrtruppen angreifen, bin ich ziemlich am Arsch, was aber kein Problem ist, weil ich eh keine Ressourcen habe. Ich müsste irgendwann mal wieder farmen, aber irgendwie hält sich meine Laune fürs Farming sowas von in Grenzen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Irgendwann werde ich nochmal. Wann haben wir eigentlich die nächste? In einem Tag, eine Stunde haben wir die Dings fertig, den X-Bogen. Dann brauche ich wieder ein paar Resis, um was auszubauen, aber ich weiß nicht, was ich ausbauen soll. Vielleicht eine Kanone, 3,2 Millionen, müssen wir 1,2 Millionen farmen, was möglich wäre. Und danach ist ja auch schon, wobei, 1, 2, 3? Und wo fehlt denn noch ein Bauer? Ach ja, genau, der King. Nee, ein Tag, 15 Stunden. Scheiße! Ich muss auf jeden Fall irgendwann mal wieder eine Farming-Session einlegen. Aber jetzt erstmal, wobei, wir haben auch wieder CW dann bald. Ich denke mal gucken, ob ich den nächsten überhaupt mitmache. Doch, ich muss den nächsten mitmachen. Ich will CW mitmachen, auch wenn es natürlich sehr anstrengend ist. Und auch sehr kostenintensiv. Aber es muss gemacht werden. Aus dem Grund, dass ja der Clan wirklich steigen soll im Rang. Und ja, wie gesagt, wenn wir hier Dings haben, 145 Erfahrungen würden uns noch fehlen. Und wenn wir den Sieg haben, dann würden wir es kriegen. 175 Erfahrung. Und damit hätten wir Rang 2. Und dann lasst euch auf jeden Fall mal überraschen, wenn ihr den Part um 19 Uhr seht, dann guckt auf jeden Fall mal nach Dark's Army. Und wenn hier eine schöne 2 steht hier oben, dann wisst ihr ja, wir haben gewonnen. Na gut. Ich wollte gerade auch, glaube ich, noch irgendwas machen, aber ansonsten fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich wurde nicht irgendwie sonderlich angegriffen. Hier wurde ich einmal angegriffen mit ziemlichen, ja, was heißt mit Max-Truppen. Ja, 3 Einheiten maximal oder 3 Dinge maximal. War jetzt nicht so allzu überwältigend. Aber ja gut, das war Quadra Lavalunien. Ich finde es jetzt noch nicht so gut, so wie es in Rathaus 9 ist. Es wurde mir auch öfters gesagt, das ist Rathaus 10 Taktik. Das kann gut sein. Ich weiß gar nicht, wie weit gehen die Lavahunde denn auf... Ach genau, ich habe übrigens meine Päcker im Ausbau gerade. Wie weit gehen denn die Lavahunde... Stufe 3 ist Maximum. Stufe 3 Lavahunde, das sieht danach aus, war, weil es ist ziemlich wenig Platz da hinten noch. Ja, und ihr seht schon, also das Ding würde 500 HP dazu bekommen, 2 kleine Lavawelpen kommen dazu, also was schon wirklich sehr, sehr gravierend sein kann, wenn die Level 2 sind. Oder Level 3 sogar nur noch. Und da muss ich auf jeden Fall mal gucken, später werde ich auf jeden Fall nochmal angehen, diesen Angriff. Auf jeden Fall, die 6er Balloons sind eine richtig, richtig schicke, schöne Einheit. Und da können wir uns mal ganz kurz nochmal noch einen Clankriegsangriff, dann ist der Clankrieg hier abgeschrieben. Und zwar hatte der Admiral Awesome, ihr kennt ihn ja alle, hatte nochmal mit dem Drachenangriff gemacht. Und seinen ersten 3-Sterne-Angriff, glaube ich, mit den Drachen. Und das ist nämlich eine Geheimtaktik. Ja, was heißt Geheimtaktik? Es ist, einen kleinen Tipp zu geben. Und zwar in der Clanburg hat man nicht noch einen Drachen drin. In der Clanburg hat man... Na, wo sind sie? 6er-Balloons drin. 6er-Balloons in der Drachentaktik ist unglaublich genial. Weil diese wirklich sich auf die Verteidigung konzentrieren, während die Drachen da dumm und woanders rumgimpeln. Die haben dafür gesorgt, zum Beispiel, dass hier ein Luftabwehr zerstört wurde. Gut, hier ist natürlich noch ein anderer Dings hinterher gewesen, noch ein anderer Drache. Aber die Ballons haben natürlich auch schon Bogenschützenturm kaputt gemacht. Weil die Ballons halt wirklich nur auf die Verteidigungsgebäude gehen und der Drache halt auf alles. Deswegen, also, solltet ihr irgendeinen Drachenangriff machen, selbst auf Rathaus 8 oder so, holt euch einen in den Clan, der Ballons Level 6 machen kann, weil die sind unheimlich wichtig für diesen Angriff. Habe ich auch schon beim Gegner gesehen gehabt. Der hat mit Drachen angegriffen und mit 6er Ballons. Und der hat, die meisten holen immer 3 Sterne, damit die gehen. Das hat mich nämlich irgendwann gewundert, warum ihr denn 3 Sterne holt. Und die meisten hat nämlich 6er Ballons in der Clanburg drin gehabt. Und dann hat mich das dann ehrlich gesagt gar nicht mehr gewundert. Jetzt, wo ich weiß, wie extrem stark die sind, haut das schon ziemlich gut rein. Das sollte man wirklich machen. Empfehle ich euch nur, sofern ihr natürlich Leute mit 6er Ballons im Clan habt. Ansonsten geht das natürlich schlecht. 5er Balloons würden wahrscheinlich auch gehen. Die Drachen tanken das ja schließlich. Und war auf jeden Fall sehr cool gewesen. 3 Sterne. Und dann, Leute, drückt uns die Daumen. Wir haben noch 1 Stern Vorsprung. Ich möchte auch ungern einen Unentschieden haben. Weil ich weiß nicht, wie das mit dem Unentschieden mit der Erfahrung funktioniert. Ob dann beide die 50 Erfahrung kriegen. Oder ob gar keiner die 50 Erfahrung bekommt. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute. War es das gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Quadra Lavalunien für Rathaus 9 recht am Anfang noch nicht so zu empfehlen. Meiner Meinung nach. Aber ich werde es auf jeden Fall später nochmal aufgreifen und da gucken wir uns das nochmal an. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.